Baustoffe und Oberflächenmaterialien sind ein wichtiges Thema in Archicad. Ich will in diesem Video mal die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Komponenten der Modellstrukturierung erklären und auch darauf hinweisen, welche Rolle Schraffuren in diesen beiden Dingen spielen. Zunächst einmal ist ein Baustoff in Archicad das umfassendste Materialkonzept für ein BIM-Modell. Das bedeutet, dass ein 3D-Element, was ein reales Bauteil abbilden soll, entweder aus einem Baustoff besteht, wenn es monolithisch ist, oder wenn es mehrschichtig ist, eben aus mehreren Schichten mit einer Baustoffdefinition. Wenn ich jetzt auf diese Wand mal draufklicke, dann seht ihr hier in der Liste, dass es sich hier um ein mehrschichtiges Bauteil handelt. Ich kann zur Definition dieses mehrschichtigen Bauteils mal hingehen. Ich habe hier oben in meiner eigenen Symbolleiste einen Befehl, der ansonsten im Optionenmenü steckt, mehrschichtige Bauteile. Und wenn ich da auf diesen Aufbau gehe, den ich da in meinem 3D-Fenster gerade sehe, dann seht ihr hier, es gibt eine Liste von Elementen, und zwar abwechselnd eine Linie, die rein grafisch die Schichten voneinander trennt. Und dann gibt es vier Schichten. Die Luftschicht ist auch eine eigene Schicht. Diese Schichten werden definiert durch ihre Dicke. Ja, ihr seht auch hier immer rechts angezeigt, um was es sich dann handelt. Und vor allen Dingen werden sie definiert durch den Baustoff. Zum Beispiel die tragende Schicht dieses mehrschichtigen Bauteils ist aus Mauerwerk Kalksandstein. Da kommt hier eine Liste der Baustoffe. Was man hier rechts noch sehen kann anhand der kleinen Icons ist, dass ein Baustoff wiederum auch aus zwei Komponenten besteht, nämlich aus einer Schraffur und einer Oberfläche. Da kommen wir dann gleich dazu, was das ist genau, eine Oberfläche. Und was man auch noch sehen kann, ist, dass bestimmte Baustoffe bestimmten Modellelementen zur Verfügung stehen. So, also das ist zunächst mal die Stelle, wo Baustoffe zum Beispiel vorkommen, nämlich in mehrschichtigen Bauteilen. Baustoffe sind sozusagen in diesem Fall eine Unterkategorie des mehrschichtigen Bauteils. Und die Baustoffe wiederum sind auch zusammengesetzt aus verschiedenen Dingen. Das Wichtigste zuerst, ein Baustoff hat immer eine physikalische Definition. Das macht ihn so unentbehrlich für ein auswertbares BIM-Modell, zum Beispiel eben die Wärmeleitfähigkeit, Rohdichte und so weiter. Alles Eigenschaften, die sich auch erweitern lassen. Also um weitere Eigenschaften. Entscheidend ist, dass sozusagen ein Baustoff mehr ist als nur eine visuelle Komponente eines Modells. Er ist auch gleichzeitig ein Datenlieferant eines 3D-Bauteils. Kommen wir jetzt aber zu der Darstellung. Wir haben zwei Komponenten in einem Baustoff, die für seine Darstellung im Dokumentationsbereich meines BIM-Modells entscheidend sind. Das eine ist die Schnittschraffur. Das ist das, was der Baustoff sozusagen zeigt, wenn er geschnitten wird. Und das andere ist die Oberfläche. Die Oberfläche ist logischerweise alles andere außer der Schnittfläche, nämlich die Außenseite, die Innenseite und so weiter. Die Schnittschraffur stammt aus einer Schraffurliste und die Oberfläche stammt aus einer Oberflächenliste. Das ist die Zwei-Komponenten-Darstellung eines Baustoffs, Schnittdarstellung, Oberflächendarstellung. Schnittdarstellung durch Schraffur, Oberflächendarstellung durch das sogenannte Oberflächenmaterial. Der Baustoff hat noch einen anderen wichtigen Parameter, nämlich seine Verschneidungspriorität. Die ist dafür zuständig, wie sich eine Bauteilschicht mit einer anderen verschneidet oder verbindet. Aber das ist jetzt nicht das Thema, deswegen werde ich da jetzt auch nicht drauf eingehen. Jetzt komme ich zu den Oberflächenmaterialien. Und Oberflächenmaterialien sind jetzt anders als Baustoffe keine physikalischen Datenstrukturen mehr, sondern reine visuelle Oberflächen, die natürlich auch relativ komplex sind. Das Allerwichtigste ist hier für uns die Schraffur, die auf der Oberfläche gezeigt wird, eines Elements, das diese Oberfläche enthält, dieses Oberflächenmaterial zugewiesen bekommen hat, oder ein Baustoff, der dieses Oberflächenmaterial eben enthält. Das würde ich sehen in einer Ansicht in Schnitten 3D-Dokumenten. Das steht hier unten auch sehr schön, wobei damit ist nicht gemeint in Schnittflächen, sondern in den Ansichtsbereichen von Schnitten. In diesem Fall ist es eine Mischschraffur 0. Ich nehme ein anderes Material, wie zum Beispiel das Mauerwerk Kalksandstein oder Hochlochziegel. Hier sehen wir, dass es eine Schraffur gibt, die also ganz klar die Oberfläche darstellen soll, hier aus der Schraffurliste. Und das ist das, was ich sozusagen in diesen technischen Darstellungen sehen würde. Das andere, was ich sehen würde, zum Beispiel in diesem 3D-Fenster, ist die sogenannte Textur. Eigentlich handelt es sich hier um eine Bitmap-Grafik, die gekachelt wird, also ein Foto, eine Fotokomponente, die kann ich auch entfernen. Es gibt auch Materialien, Oberflächenmaterialien, die keine Bitmap-Textur haben. Oder ich kann eine andere zuweisen, das kann ich dann untersuchen, eben suchen, wie der Name schon sagt. Ich kann auch den Maßstab dieses Fotomoduls ändern, ich kann den Winkel ändern. Das ist jetzt aber nicht mein Thema. Hier geht es sozusagen um fotorealistische Darstellung, ein eigener Themenkomplex, den ich hier nicht weiter betrachten möchte. Also nochmal, es gibt ganz wichtig eine Schraffur für die Oberflächendarstellung und es gibt wahlweise eine Textur, also eine Bitmap-Grafik oder
Falls es die nicht gibt, wie zum Beispiel bei der Farbe Blau, gibt es keine Textur oder keine Bitmap-Grafik, aber es gibt die Oberflächenfarbe. Das heißt, sobald es kein Bitmap gibt, kommt diese Farbe ins Spiel und ich kann über die Farbe dann eben bestimmen, wie diese Oberfläche aussieht. Hier eine Demonstration des Ganzen. Im Oberflächenmaterial des Baustoffs haben wir ja gesehen, gibt es eine Schraffur und Farbe bzw. Bitmap. Letzteres sehen wir in der normalen 3D-Darstellung, die mit OpenGL funktioniert. Wenn ich jetzt hier mal rechts reinklicke und sage, ich möchte gerne eine Vektordarstellung, dann sehe ich diese Schraffur plus die Farbe, die eingestellt war, also keine Bitmap-Grafik mehr. Wenn ich jetzt aus dieser OpenGL-Darstellung ein 3D-Dokument erzeuge, neues 3D-Dokument aus 3D, dann sehe ich, dass dort auch immer automatisch diese vektorielle Darstellung erzeugt wird und auch dann sehe ich die Vektorschraffur als Teil des Oberflächenmaterials und nicht mehr die Bitmap. Was da oben noch steht, ist jetzt erst recht nicht von Bedeutung. Da geht es um die komplexen Parameter für das fotorealistische Rendern, vor allen Dingen mit der Cinema 4D Engine in Archicad. Also merkt euch, Baustoffe gleich Schnittschraffur plus Oberflächenmaterial und Oberflächenmaterial gleich Deckschraffur plus wahlweise Bitmap-Grafik oder und auf jeden Fall Oberflächenfarbe. Man könnte also sagen, Baustoffe sind komplex und physikalisch definiert. Oberflächen sind reine visuelle Komponenten, die in einem Baustoff zum Einsatz kommen. Eine Illustration des Verhältnisses von Baustoff und Oberflächenmaterial wäre noch die Überschreibung von Oberflächen. Diese Wand zum Beispiel hat eine Baustoffdefinition über ihre Schichten. Unabhängig davon kann ich aber sagen, dass sie anders aussehen soll. Und das mache ich mit einer Oberflächenüberschreibung. Ich öffne die Wandeinstellungen und da gibt es hier in dem Bereich Modell die Möglichkeit, diese drei Icons zu aktivieren. Man kann sich vorstellen, dass sich das auf die Außenseiten, auf die Innenseiten und auf die Deck- und Stirnflächen bezieht. Und jetzt kann ich sagen, dass unabhängig davon, welcher Baustoff für die Schichten gewählt ist, diese Wand als Ganzes ein anderes Aussehen haben soll. Warum auch immer. Ja, es kann dafür verschiedene Gründe geben. Zum Beispiel bei den grafischen Überschreibungen, die Archicad anbietet, kann das benutzt werden. Ich kann jetzt auf OK klicken und dann seht ihr, dass überall die Farbe Grau verwendet wurde. Das ist jetzt also quasi monolithisch, sieht das Ganze aus. Es ist in Wahrheit immer noch eine mehrschichtige Wand, die immer noch aus diesen Baustoffen besteht. Also keine Sorge, ich kann das auch durch die Aktivierung und das Nachschauen in der Infopalette jederzeit verifizieren. Also ich habe immer noch meine ganz normale mehrschichtige Wandstruktur, aber sie sieht jetzt eben anders aus. Ja, ich kann das auch wieder rückgängig machen, indem ich hier die Modellüberschreibung wieder zurücknehme. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz in die Komponenten rein. Mehrschichtiges Bauteil enthält Baustoffe. Baustoffe enthalten Oberflächenmaterialien und Schnittschraffuren. Oberflächenmaterialien wiederum enthalten Deckschraffuren und wahlweise Farbe oder Bitmap-Grafik. Und allem zugrunde liegen Schraffuren, mal als Deckschraffur und mal als Schnittschraffur.